Damen und Herren, liebe Kinder, werte Gäste, ja, geehrte Mitarbeiter, liebe ja, Freunde der geistreichen Unterhaltung. Die Kultur ist eines der wichtigsten Merkmale, die Menschen und Tier unterscheidet. Ist sie es doch, die uns erst ein friedliches Miteinander ja, ermöglicht. Auf seinem Weg vom baumbewohnten Primaten bis zum ja, heutigen Kulturgenießer hat der Mensch wohl viele Irrungen und Wirrungen ja, überstehen müssen. Ja, doch waren es eben diese Hindernisse und deren Bewältigung, die ihn ja, zu dem formten, was er heute ist. Ja. In meinem heutigen Vortrag über jenen ja, langen und oft auch schwierigen ja, Weg möchte ich Ihnen gerne die Verbindung zwischen Menschwerdung und ja, dem Erblühen der Kultur, also die Interdependenz zwischen ja, Kultur und Menschwerdung näher bringen und ja, erläutern. Ja. Wann genau die Schwelle vom Homo rudolfensis zu Homo erectus und also zu ja, Homo sapiens überschritten wurde, ist noch immer umstritten in der Wissenschaft. Ja. Neueste Funde lassen jedoch erahnen, dass ja, die Geschichte des Menschen nochmal neu ja, geschrieben werden muss. Jedoch ist unbestreitbar, dass einzig und allein die Kultur zu jenem Schwellengang beflügelte. Ja. Schon Agesilaus von Pitane meinte dazu... Herr Hambrecht, langweilen Sie schon wieder die Leute mit Ihren unnützen wissenschaftlichen Vorträgen? Junger Mann, ich muss doch sehr bitten, Sie stören hier gerade eine wichtige wissenschaftliche Disputation von ungeahnter Tragweite. Ja. Können Sie mit Ihren imaginären Studenten auch noch nach dem Essen abhalten, Herr Hambrecht? Für Sie immer noch Professor Dr. Hambrecht. So viel Zeit muss sein. Na ja, ziehen Sie lieber den Vorhang auf, damit endlich Licht in die Bude kommt. Und das bitte recht zügig. Das Essen steht auf dem Tisch. Sie sollen nicht meinen, sondern den Vorhang aufziehen. Und das Ganze recht zügig bitte. Das Essen wird sonst kalt. Also, ja. Ich kann mich für dieses pflegelhafte Benehmen nur entschuldigen. Aber, ja, Sie haben es ja selbst gehört, das Essen wird sonst kalt. Ja. Von Will, na, dann wollen wir doch mal sehen, was es Gutes gibt. Ja. Ist denn schon wieder Essenszeit? Ich habe noch gar keinen Hunger. Liebe Frau von Will, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass ja, der Appetit mit dem Essen kommt. Ja. Ja, zwar. In meiner Abhandlung über die Speisekultur der modernen Gesellschaft habe ich ja, in einem der 23 Bände unter anderem auch ja, dieses Phänomen behandelt. Zwar ja, meinen viele, dass François Rabelais diese ja, mittlerweile als Redewendung verkommene Aussage auf die Welt brachte, jedoch konnte ich beweisen, dass ja, deren Ursprung wesentlich älter ist und auf ja, fundierteren Tatsachen beruht. Das klingt ja toll. Wollen Sie mit mir Mühle spielen, Herr... Hambrecht, Professor
Dr. Hamprecht, gnädige Frau, steht zu Ihren Diensten. Ja. So, Herr Rolfsen, das ist jetzt Ihr Platz. Herrschaften, das ist Herr Wulfsen, unser neuer Mitbewohner. Herr Wulfsen, das ist Frau von Will und das ist Herr Hamprecht. Professor Dr. Hamprecht, so viel Zeit muss sein. Ja, ja. Guten Tag, gnädige Frau. Guten Tag, Herr Professor. Mein Name ist... Ja, das wissen wir doch bereits. Ich wollte mich ja auch nur noch mal mit meinem richtigen Namen bei Ihnen vorstellen. Aus mir unerklärlichen Gründen werde ich nämlich ständig verwechselt. Dass manche Menschen stetig gedrängt sind, ihre Egomanie auszuleben. Ja, besonders Schauspieler neigen ja bekanntlich dazu. Ja. Ich bin Schauspieler. Ein berühmter sogar. Ja, das dachte ich mir schon. Sonst hätten Sie auch nicht diesen Drang, sich vorzustellen, obwohl Sie bereits vorgestellt wurden in meiner Abhandlung. Warum schimpfen Sie denn mit ihm? Er ist doch nett. Ja. Schimpfe in keinster Weise, liebe Frau von Will. Wenn ich Sie doch bitten dürfte, mich künftig nicht mehr zu unterbrechen, wenn ich einen wissenschaftlichen Vortrag halte. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wie ich schon sagte. So, Herrschaften. Hier kommt das Mittagsessen. Der Herr Hamprecht regt sich nicht immer so auf und denkt an sein marodes Herz. Sonst muss die Frau Doktor wieder eine wissenschaftliche Abhandlung an ihm durchnehmen. Besonders zart. Wenn heute ein Festtag ist, gibt es natürlich auch ein Stück Wein. Sie wissen doch, erst noch unsere Medikamente. Ja, ja, ja. 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 Sie wissen doch, wir wollen doch gesund bleiben. Ja. Und warum muss der da keine Medikamente nehmen? Weil Herr Rolfsen neu ist bei uns und wir seine Medikation erstmal zusammenstellen müssen. Ja. So, dann wünsche ich den Damen und den Herren einen wunderschönen guten Appetit. Ja. Ja. Was schauen Sie denn so? Von meiner Suppe bekommen Sie nichts ab. Naja, ich wundere mich nur, dass man Suppe mit solcher Lautstärke verzehren kann. Nicht, dass ich mich beschweren möchte, aber sich in Gegenwart einer Dame auf derartige Weise zu artikulieren, ist nicht gerade sehr geschickt. Ja, das merkt die Dame eh nicht. Bitte Sie, sie sitzt mit am Tisch unmittelbar neben Ihnen.
Zweifellos bekommt sie ihre archaischen Essgeräusche und ihre impertinente Bemerkung zu Gehör. Ja, zu Gehör schon, aber danach wird es dunkel. Ich verstehe nicht. Ist sie etwa gehörlos? Nur noch 5 Watt im Stübchen. Verstehen Sie jetzt? Ich verstehe immer noch nicht ganz. Demenz. Ja. Ah ja. Bemerkung erlauben darf. Und Sie? Was machen Sie hier? Das, gnädige Frau, ist eine lange und komplizierte Geschichte. Aber ich denke, wir haben ja hier genügend Zeit. Wir könnten ja ein wenig im Park spazieren gehen und uns dabei unterhalten, um uns besser kennenzulernen. Ja, ja, da können wir erzählen. Aber wir müssen auf der Hut sein vor dem einen. Der mag es nicht, wenn man im Park ist. Ich werde Sie vor diesem Unhold beschützen, gnädige Frau. Oh, wollen Sie schon gehen? Es gibt doch noch Suppe. Nein, nein, wir sind bestens gesättigt. Ein kleiner Verdauungsspaziergang wird uns gut tun. Einen schönen Tag noch, Herr Hambrecht. Professor Dr. Hambrecht, bitte. Ja, so viel Zeit muss sein. Wie auch immer. Guten Appetit. Ja. Wohin gehen wir denn jetzt? In den Park. Oh, da müssen wir aufpassen vor dem einen. Ich werde Sie vor jeglicher Gefahr beschützen.
Ja, ja. Gehen Sie nur verdauen. Denn die Verdauung ist ein wichtiges Grundelement. In meiner Abhandlung über die Verdauungsgewohnheiten im Wandel der evolutionären Entwicklung des Hominiden bin ich auf Seite 4322 besonders auf deren Wichtigkeit eingegangen. Ja, schon Agesilaos von Bitane meinte dazu, meine Suppe wird kalt. Liebe Frau Dr. Eberlein, bei solch hohen Fördersummen ist eben eine genauere Prüfung des Anspruchs unumgänglich. Schließlich haben wir dem Steuerzahler gegenüber die Pflicht der Rechenschaft. Wenn ich beim Ablegen des Hippokratischen Eides gewusst hätte, was man für Windmühlen bekämpfen muss, um Menschen helfen zu können. Aber, liebe Frau Dr. Eberlein, Sie sind keinesfalls ein Don Quixote der Medizin. Aber es muss in unserem Land nun einmal alles seine Ordnung haben. Quasi dem bürokratischen Eid gerecht werden. Ich kann Ihnen, unter vorgehaltener Hand natürlich, signalisieren, dass eine Bewilligung gerade in Ihrem besonderen Fall durchaus möglich sein könnte. Wir benötigen eben nur noch stichhaltige Argumente, die begründen, warum eine Bezuschussung gerade für Ihr Institut gerechtfertigt wäre. Sie können mir ja diese Gründe bei einem gemeinsamen Abendessen... Da brauchen Sie sich doch nur umzuschauen. Am Tisch dort drüben zum Beispiel. Akutes Coronarsyndrom mit transmuralen Infarkt und sturzbedingter Contusio Cerebri mit anschließender dissoziativen Geburt. Ein Bilderbuchexemplar. Verzeihen Sie, Frau Dr. Eberlein, aber ich kann Ihnen da gerade nicht so recht folgen. In meinem Studium zum Betriebswirt war medizinisches Wissen nicht so sehr Thema, wenn Sie sich vielleicht genau ausdrücken könnten. Sehen Sie, genau das ist das Problem in unserem System. Sie kennen nur Ihre Zahlen und können nur mit Ihren Zahlen. Sie tun alles dafür, um gesunde Zahlen zu schreiben. Ich kann nur das Meinige und tue alles dafür, um den mir anvertrauten Patienten größtmögliches Wohl zukommen zu lassen. Beide scheitern wir aneinander, weil wir uns auf verschiedenen Sichtweisen bewegen und uns deshalb nicht verstehen. Ihre Meinung in allen Ehren. Aber ohne Zahlen geht es nun mal nicht. Ohne Menschen aber auch nicht. Ja, mag sein. Aber ich wüsste jetzt doch ganz gern, was es mit diesem Mann dort auf sich hat. Bekommen wir etwa noch einen neuen Mitbewohner? Nein, Herr Hambrecht. Professor Dr. Hambrecht, bitte, geehrte Frau Dr. Eberlein. Ja. Ja, Herr Hambrecht. Ja. Das ist Herr Möhnemann. Herr Möhnemann begutachtet unsere Institution, um unseren dringend benötigten Anspruch auf Fördermittel zu prüfen, damit wir ihn auch weiterhin in unserem Haus solch köstliche Suppen servieren können. Naja. Und warum schaut er mich da so an? Hat er etwa noch nie einen alten Mann gesehen, oder will er etwa meine Suppe? Och, die kriegt er nicht. Um Himmels Willen, Herr Professor Dr. Hambrecht. Nur, Herr Hambrecht, ich habe es Ihnen doch gerade eben erläutert. Ich hatte Sie aber nicht so recht verstanden. Sie sind wohl nicht so sonderlich gebildet. Also, Frau Dr. Eberlein! Beruhigen Sie sich, Herr Möhnemann, Sie wissen doch, wo wir uns hier befinden. Das ist noch lange kein Grund, mich von einem senilen Professor vorführen zu lassen. Aber der Herr Hambrecht ist doch gar kein Professor. Bin ich wohl! Ja, Herr Hambrecht, beruhigen Sie sich bitte und denken Sie bitte an Ihr Herz. Sehen Sie, Herr Möhnemann, Herr Hambrecht ist oder war vielmehr ein Angestellter einer Firma für Sanitärbetreuung. Ein Toilettenmann? Ja, so kann man es auch nennen. Und beim Säubern einer seiner Aufwärtsgebiete hat er einen Herzinfarkt bekommen, ist zu sagen,
zusammengebrochen und mit seinem Kopf gegen ein Pissoir geprallt. Seitdem glaubt er, ein Wissenschaftler zu sein. Aber er darf sich nicht weiter aufregen. Der nächste Infarkt könnte sein letzter sein. Oh, interessant. Sprechen Sie etwa über mich? Nein, nein, Herr Hambrecht. Ich erläutere Herrn Möhnemann nur den schwierigen Fall unserer lieben Frau von Will. Ah ja, die von Will. Ein wirklich trauriger, aber auch erstaunlicher Fall. Ja. Schon Agesilaus von Pitane wäre sicherlich meiner Meinung gewesen, dass das Vergessen seiner selbst ja, schon ein Sterben ist. Ja. Wer? Frau Will, eine Patientin unseres Hauses. Nein, nein, dieser Agesilaus? Halbwissen muss wohl ein altgriechischer Philosoph gewesen sein. Oh, ach so. Und diese Will? Demenz in fortgeschrittenen Staaten. Wenn Sie Suppe wollen, müssen Sie sich selber welche holen. Von mir bekommen Sie nichts ab. Wohl auch eine Folge des Contusio Cerebri. Hambrecht liebt Suppen über alles. Am liebsten mag er Erbsensuppe. Pisum sativum. Aus der Familie der Fabaceae, also Leguminoase, ist ein an Proteinen reiches Nahrungsmittel und für ein schwer arbeitendes Cerebrum von äußerster Wichtigkeit. Verschonen Sie mich doch bitte mit Ihrem Fachchinesisch. Fach Latein. Herr Hambrecht hat einen Laptop auf seinem Zimmer. Ja, ja, Halbwissen. Sie erwähnt es bereits. Ah, da kommt ja unsere liebe Frau von Will und unser neuer Mitbewohner. Die beiden Dordeldäubchen habe ich im Park aufgesammelt. Dass ich Sie einmal persönlich... Also ich meine, wer rechnet denn hiermit? Unglaublich! Reinhold Rolfsen, der berühmte Schauspieler. Angenehm. Ott, Manfred Ott. Also Sie sind dieser Rolfsen, mit dem ich immer alles verwechseln. Komisch. So ähnlich sehen Sie mir doch gar nicht. Und Ihre Stimme ist auch nicht so kräftig wie meine. Oh, ich glaube, hier liegt eine Verwechslung vor. Mein Name ist Robert Möhnemann. Und ich dachte, Sie sind Möhnemann? Er ist doch, oder? Möhnemann? Ach, Frau Eberlein, nicht schon wieder böhmische Dörfer. Möhnemann habe ich noch nie gehört. Sind Sie überhaupt Schauspieler? Herr Möhnemann ist Mitarbeiter des Landesförderinstitutes. Also gar nicht berühmt. Deswegen sagt mir Ihr Name auch nichts. Oh Gott! Gott habe ich auch schon einmal gegeben. Seltsam sind der Menschen Wünsche. Zumeist dreist und unbedacht. Und über diese zu entscheiden, dazu habe ich die Macht. Sie ist eine große Kennerin meiner Kunst. Und Kunst ist Kultur. In meiner Abhandlung über die Interdependenz zwischen Kultur und Menschwerdung bin ich in einem ausführlichen Kapitel, gesondert auf die kreative Kultur, also Kunst, eingegangen. Schon Agesilaus von Pitane war der Meinung. Wir wissen alle, was Agesilaus dazu meint, lieber Herr Hambrecht. Ach so? Was meint er denn dazu? Ich sage es ja, ziemlich ungebildet. Aber ich will es Ihnen gerne erläutern. Hier erläutert jetzt niemand irgendwas. Hier wird jetzt Mittagsruhe gehalten. Das ist eine ärztliche Anweisung. Hans, bringen Sie bitte die Patienten auf Ihre Zimmer, damit sie ihre Mittagsruhe halten können. Jawohl, Frau Doktor. Mach ich. Sie haben es gehört. Ja, Mittagsruhe. Ich möchte aber Mühe spielen. Nein, jetzt ist Mittagsruhe. Denn der Wirrenzeit sagt, dass alles miteinander verhoben, wenn man da nur ein Fädel
Kleidlein sieht, ist um dieses Kleid verdroben. Na ja, Frau Will, Sie können sich gleich ausruhen. Was war das denn jetzt? Ein ganz normaler Tag in unserem Haus. Wie halten Sie das aus? Sie sind doch alle total verrückt. Nicht verrückt, nur krank und darum hilfebedürftig. Sehen Sie, die Fördermittel sind ja mehr als dringend erforderlich. Ja, ja, ich sehe schon. Aber sagen Sie mal, wenn diese Frau Will... Von Will. Frau von Will heißt die Dame. Wie dem auch sei, aber wenn diese Frau von Will Demenz hat, woher kann sie dann solche Texte? Nun, Alzheimer bedeutet nicht, dass sofort alles Wissen und alle Erinnerungen sofort gelöscht sind. Das geht schleichend einher. Das Langzeitgedächtnis wird später als das Kurzzeitgedächtnis gelöscht. Sie verstehen, was ich meine. Ja, ja, ich verstehe das. So kann es sein, dass eine Patientin nicht mehr weiß, was sie vor einem Monat getan hat, aber Erinnerungen aus ihrer Kindheit schildern kann, als wären sie gestern erst geschehen. Frau von Will, das weiß ich von ihrer Tochter, war früher eine eifrige Theatergängerin. Vielleicht, so meine These, hat sie früher Ulfsen öfter im Theater gesehen und war sogar Fan von ihm. Da kann es sein, dass die jetzige Begegnung mit Ulfsen wie ein Schlüssel für eine Kiste mit Erinnerungen wirkt, um mit Bildern zu sprechen. Ich glaube, ich verstehe. Und bei diesem Reinhold Ulfsen, bei dem war doch auch... Method Acting. Ach, Frau Eberlein, was ist denn das nun schon wieder? Um ihre Rollen besser spielen zu können, schlüpfen Schauspieler auch im richtigen Leben hin und wieder in ihre einzustudierenden Rollencharaktere. Sie leben wie ihre Rolle, handeln wie ihre Rolle und entscheiden wie ihre Rolle. Ab und zu kann es passieren, dass ein zu intensives Verändern ihrer Person eine Rückkehr in ihr wahres Ich nicht mehr möglich ist. Es gibt durchaus prominente Beispiele. Reinhold Rulfsen ist ein besonders schweres. Er ist alles und jeder, nur nicht er selbst. Momentan glaubt er, Manfred Ott zu sein. Eine seiner kleineren Rollen aus irgendeinem Theaterstück über Theater. Also das Ganze müssen Sie mir heute Abend unbedingt näher erläutern. Ich lade Sie ein. Wie wär's? 20 Uhr im Restaurant? Ich nehme an, ein Ablehnen meinerseits ist unakzeptabel. So ist es. Guten Tag! Ich hoffe, wir kommen nicht ungelegen. Guten Tag, Herr Schneiderei. Guten Tag, Frau Schneiderei. Sie möchten bestimmt Ihre Mutter besuchen. Die hält gerade Ihre Mittagsruhe. Es war ein sehr aufregender Tag für Sie. Wir haben nämlich einen Neuzugang. Ihre Neuzugänge interessieren mich nicht. Vielmehr möchte ich wissen, wie die Testergebnisse von Frau von Will lauten und wie sie von ihren Kollegen beurteilt werden. Ich habe nämlich keine Lust mehr, weiterhin unnütz ihren Luxusschuppen zu finanzieren. Aber Bärchen, entschuldige Sie, Frau Dr. Eberlein. Selbstverständlich wollen wir meiner Mutter einen Besuch abstatten. Kein Problem, Frau Schneiderei. Ich werde Ihnen nachher die Testergebnisse in meinem Büro zeigen. Vorher bringe ich Sie aber erstmal zu Ihrer Mutter. Ich warte dann mal hier. Willst du Mutter etwa einen Schnitt besuchen, Bärchen? Nein. Wer ist denn dieser berühmte Neuzugang? Der Schauspieler Reinhold Rulfsen. Wirklich? Also den fand meine Mutter schon immer besonders toll. Bärchen will wohl nicht mit zum Modil. Mensch, Robert, hör mir auf. Aber sag mal, was machst du überhaupt hier? Ich überprüfe den Fördermittelanspruch dieser Klapse. Ah, dann ist die Eberlein die Schnitte, von der du mir im Golfclub erzählt hast. Richtig. Und wie kommst du voran bei der? Ah, ich denke, ich koche sie heute Abend im Le Amour weich. Mein lieber Schwan, du lässt dir das aber einiges kosten. Willig Glitsche läuft bei der nicht.
Um ans Ziel zu kommen, muss eben auch manchmal was investiert werden. In diesem Fall kann ich dir nur zustimmen. Und du überprüfst hier also die Fördergeldansprüche. Offiziell ist das so. Aber mal ganz unter uns, die Aussichten, dass hier Gelder bewilligt werden, die sind eher gering. Kosteneinsparung ist die oberste Devise in Zeiten knapper Kassen. Das binde ich der jetzt aus dir sicherlich verständlichen Gründen nicht gerade auf die Nase. Denn hier wird mit Kohle nur so um sich geworfen. Natürlich alles zum Wohl der Patienten. Dann ist es nicht so rosig bestellt um diesen Laden. Ohne Förderzuschuss sieht's da ärmer aus, ja? Dann wär's ja nicht schlecht für meine Ziele, wenn hier keine Fördergelder fließen würden. Könnte man so sagen, ja. Und diese Will ist also deine Schwiegermutter, für die du die Betreuung erwirken willst? Die verballert hier die ganze Kohle. Und wenn's mal soweit ist, für uns einzig's mehr übrig. Ey, die ist vorhin hier rumgesprungen. Ja, auch. So ganz echt ist die alte Dame, weiß Gott nicht. Willst du dir das wirklich antun? Na klar, was tut man nicht alles für seine Erbe? Ah, wie ich sehe, haben Sie sich mit Herrn Möhnemann bereits bekannt gemacht. Der werte Herr hat verzeugt, mich von den Vorzügen Ihrer Anstalt zu überzeugen. Mit Erfolg? Eher nicht. Wie dem auch sei, ich hätte jetzt Zeit, Ihnen die Testergebnisse zu zeigen, wenn Sie schon mal bitte in mein Büro vorgehen würden. Ich hätte mit Herrn Möhnemann noch etwas Geschäftliches zu besprechen. Gern. Auf Wiedersehen, Herr Möhnemann. Auf Wiedersehen, der Herr. Ein schrecklicher Mensch. Ja, der macht wirklich einen unangenehmen Eindruck. Also bis heute Abend 20 Uhr. Ich freue mich. Bingo!
Schwarze Jeans. Ein Risperton. Muschelbüchse. Ebonin. Ja. Nimotidin. Denk doch mal. Wahrscheinlich neu. Und eine Sertralin. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, fünf. Unsere Frau von Will. Hamprecht, unser lieber Sohn, eine Meldung. Saustall ist das hier. Mittagsruhe schon beendet? Ja, ja, Professor Doktor. Haben Sie es endlich begriffen? Sagen Sie, was lesen Sie denn überhaupt? Ja, eine hochinteressante Abhandlung über ein, ja, vom Über-Ich ausgewählten Adoleszentenwesen mit, ja, hedonistischer Neigung, welches dem Realitätsprinzip zu geringe Wertung schenkt und so dem entgegengesetzten S im Reifeprozess, ja, zum Opfer fällt. Ja. Das klingt ja schwer verständlich. Ja, ja. Von wem ist denn dieses Buch? Grimm. Grimm?
Die wollen mich wohl auf den Arm nehmen. Das wäre eine physisch für mich wohl kaum zu bewältigende Aufgabe. Ja, man muss dieses Werk in seiner Komplexität schon zu deuten wissen, um ja, deren psychoanalytischen Zusammenhang zu begreifen. Ja. Was frage ich denn überhaupt? Junger Mann, passen Sie doch auf! Dieses Putzmittel enthält doch Natriumhypochlorid! Das reicht doch alles aus! Ruhig, ein wissenschaftliches Werk, sinnlos zerstört! Professor! Herr Handrich, bleiben Sie ruhig! Holen Sie Luft, atmen Sie durch! Ihnen geht's gleich wieder besser! Ich hole die Frau Doktor! Frau Doktor, immer nein! Wer bist du? Was willst du? Ein Wunder. Wenn das Agesilaus von Vitan noch miterleben könnte. Könnte denken,
Dem ist seine eigene Schwiegermutter egal. Er wird so lange herumstochen, bis er seinen Willen hat. Und es liegt in diesem zum Wohle unserer Patientin nicht zu erfüllen. Ich bereite derweil alle Unterlagen vor. Frau Stahl vom Betreuungsgericht wird gleich da sein. Lassen Sie schon einmal frische Luft in den Saal. Ja, mach ich. Dieser blöde Knusperkopf. Natürlich geht es mir um das Wohl deiner Mutter. Aber dann können wir sie doch auch weiter hier lassen. Das können wir uns aber nicht länger leisten. Aber Bärchen, meine Mutter hat doch genügend Geld. Für die Kosten kommt doch meine Mutter auf. Wir müssen das doch nicht bezahlen. Ja, eben. Sie verschleudert hier die ganze Kohle, ohne sich zu fragen, wie es ihrer Tochter geht. Aber Bärchen, mir geht's doch gut. Ja, noch. Und hör endlich auf mit deinen bescheuerten Bärchen. Wir sind hier nicht zu Hause. Was sollen die Leute von mir denken? Was soll denn das schon wieder heißen, Bärchen? Ja, die Firma läuft eben momentan schlecht. Und mit der Rate fürs Haus sind wir auch schon im Verzug. Und wir müssen noch irgendwie die Rate für den Wagen aufbringen. Siehst du? Nun ist dieser dicke olle Kasten doch zu teuer. Ich hab dich damals gefragt. Bärchen, hab ich gefragt. Ist dieses Auto nicht viel zu groß und zu teuer, hab ich gefragt. Und da hast du gesagt... Ich weiß, was ich damals gesagt habe. Hör auf mit deinen dummen Ratschlägen. Es war nicht absehbar, dass die Firma einmal so schlecht läuft. Und wenn wir es zurückgeben und stattdessen ein kleineres nehmen, dann würden wir doch auch Geld einsparen, Bärchen. Ja, klar. Ein Finanzberater, der beim Kunden mit einem Kleinwagen vorfährt, unmöglich noch mit einem klapprigen Gebrauchten. Ich soll mich wohl total zum Klops machen. Aber wäre denn das so schlimm, Bärchen? Einen Finanzberater, der sich noch nicht mal ein ordentliches Auto leisten kann, den kauft kein Mensch mehr ein individuell angepasstes Finanzoptimierungspaket mehr ab. Aber wenn er nett und ehrlich ist, dann bestimmt. Ehrlicher Finanzberater, dass ich nicht lache. In meinem Job geht es nicht um Ehrlichkeit, sondern um Vertragsabschlüsse. Aber wir können uns doch wirklich ein wenig einschränken. Wir schaffen das. Der Golfclub müsste doch auch nicht sein. Jetzt hör endlich auf mit deinen unnützen Ratschlägen. Mit dem Geld deiner Mutter und dem Pflegegeld, was wir für sie begeben, wären der Golfclub, das Haus und der Wagen überhaupt kein Problem mehr. Also ich würde mich auch mit einem kleineren Auto wohlfühlen, Bärchen. Genug jetzt! Deine Mutter kommt mit nach Hause und der SUV bleibt da! Basta! Guten Tag, Stahl, mein Name, Richterin Iris Stahl vom Betreuungsgericht. Ich nehme an, Sie sind Johanna und Torpenschneiderei. Guten Tag, Frau Richterin. Guten Tag. Na, dann wollen wir Mutti mal nach Hause holen. Nicht so voreilig, junger Mann. Ein Entscheid in dieser Sache ergeht erst nach ausgiebiger Prüfung des Falles. Frau von Phil und Frau Dr. Eberlein werden ja ebenfalls bald hier sein.
Aber bis dahin könnten wir die Fragen zur Betreuungseignung durchgehen. Also, Sie sind Johanna Schneidereit, geborene von Will, leibliche Tochter der zu Betreuenden und Torben Schneidereit, deren Ehegatte und Schwiegersohn, wohnhaft in der Kohlengasse in Reichenbach. Der gegenteiligen Auffassung, dass die Erkrankung der zu betreuenden Frau von Will noch in einem niederen Stadium ist und deswegen der Aufenthalt in einer Pflegeanstalt unnötig und ungerechtfertigt sei? Natürlich. Hier werden aus finanziellem Interesse völlig überzogene Diagnosen gestellt. Dem muss ein Riegel vorgeschoben werden. Diese Anstalt pfeift auf dem letzten Loch und versucht, sich so zu sanieren. Na gut, kommen wir zu Ihrer Situation. Sie sind also der Meinung, Frau von Will ausreichend betreuen zu können? Selbstverständlich. Sie wohnen zur Miete? Wir besitzen ein Haus. Ein kleines oder ein großes? 220 Quadratmeter, aufgeteilt auf 8 Räume. Also ein großes. Sie arbeiten als? Ich bin Hausfrau. Ich bin selbstständig. Als was? Unabhängiger Finanzberater der AWM Insurance AG. Hab ich schon mal von gehört. Die All Want Money Insurance AG ist ein internationales Versicherungsinstitut für... Schon gut. Ich denke, ich kenne Unternehmen dieser Art. Oh, wenn Sie Interesse an einem individuell angepassten Finanzoptimierungspaket haben, da lässt sich was machen. Natürlich für Sie für Sonderkonditionen. Lieber nicht. Ist ein Insolvenzverfahren im Gange oder haben Sie Insolvenz angemeldet? Naja, wissen Sie, es ist gerade ein wenig schwierig. Der Kredit ist aber wir wollen ja das Auto zurückgeben und stattdessen uns ein kleineres Auto holen. Ich habe der böse Mann ist hier. Wir müssen weglaufen. Sie müssen nicht weglaufen, Frau von Will. Niemand wird Ihnen etwas tun. So, jetzt nehmen Sie mal bitte schön Platz hier. Ist denn schon wieder Essenszeit? Ich habe noch gar keinen Hunger. Nein, Frau von Will. Frau Stahl möchte nur wissen, ob es Ihnen beiden gut geht und was Ihre Krankheit macht. Ich bin doch gar nicht krank. Alles noch ganz. Ja, sehr schön. Aber jetzt nehmen wir alle Platz. Ich habe noch gar keinen Hunger. Das wissen wir doch, Frau von Will. Ich will Ihnen ja nur ein paar Fragen stellen. Frau von Will, ich bin Iris Stahl, Richterin am Betreuungsgericht. Ich komme heute zu Ihnen, weil Ihre Betreuungsvormundschaft erneut erteilt werden muss. Ich war heute im Park mit meinem Cäsar. Aber der eine hat uns verfolgt. Ach, Sie haben ein kleines Hündchen. Das ist ja fein. Kein Hund. Ein Patient unseres Hauses mit Methadating. Momentan glaubt dieser Cäsar zu sein. Ach, davon habe ich schon einmal gehört. Hatte nicht dieser berühmte Schauspieler aus dem bekannten Theater so etwas, dieser Wolfson oder wie hieß der nochmal? Ja, das ist unser Cäsar. Ach je, und der war doch immer so fesch. Könnten wir jetzt zur Sache kommen? Ich habe noch Termin heute. Natürlich, Herr Schneiderei. Also,
wir sind heute hier vor Ort da über eine Neuvergabe der Betreuungsverfügung für Frau Elisabeth von Will. Das bin ich. Natürlich, das sind Sie, Frau Will. Nach fünfjährigem Ablauf der bisherigen Betreuungsverfügung entschieden werden muss. Grundlegende Fragen zur Betreuungseignung habe ich beiden Betreuungsanwärtern bereits stellen können. Da beide Parteien unterschiedlicher Auffassung über den gesundheitlichen Zustand der zu betreuten Person und somit auch über den nötigen Umfang der Betreuung sind, muss ich mir zur Entscheidungsfindung noch selbst einen Überblick über die zu betreuende Person machen. Beginnen Sie bitte, Frau Dr. Eberlein. So, Frau von Will, ich stelle Ihnen jetzt ein paar Fragen und ein paar Aufgaben. Sie konzentrieren sich bitte und versuchen, die Fragen zu beantworten und die Aufgaben zu lösen, so gut Sie nur können. Was gibt es denn heute zu essen? Das verrate ich Ihnen, wenn wir unsere Aufgaben gelöst haben. Sie sind eine gute Frau. Aber Sie müssen sich vor dem einen verstecken. Der will niemand in seinem Park. Ja, ich passe auf. Frau von Will, wir wollen jetzt Zahlen schreiben. Ich sage Ihnen die Zahlen und Sie schreiben die Ziffern der Zahlen auf das Blatt vor Ihnen. Sie wissen doch, was Ziffern sind, oder? Ja, ja, das sind Ziffern. Was gibt es denn? Wollen wir mit mir Mühle spielen? Wir können später noch Mühle spielen. Jetzt müssen Sie sich erst einmal konzentrieren. Ja. Gut. Dann schreiben Sie bitte einmal die Zahl 12 auf. Schön cool. Eine 12, das ist doch eine 1 mit einer 2, oder? Ja, genau. 12 ist groß. Gut, Frau von Will, jetzt wollen wir einkaufen spielen. Wenn ich sage los, nennen Sie mir alle Dinge, die Sie in einen Laden kaufen können, bis ich Halt sage. Sind Sie bereit zum Einkaufen? Also dann, auf die Plätze, fertig, los! Apfel. Kleid. 12. Essen? Apfel? Schnaps! Thank you.
noch die Zeiger in die Uhr. Es soll 9.30 Uhr, also 9:30 sein. Warum soll ich Ihnen denn das sagen? Das sehen Sie doch selbst. Bitte, Frau von Will, sagen Sie mir bitte die Uhrzeit. Haben Sie doch gerade selbst gesagt, 9:30 Uhr. Wissen Sie, wo wir uns hier befinden, Frau von Will? Ich verstecke mich hier. Aha. Und wo verstecken Sie sich denn? Ich wohne in einer großen Villa. Aber der böse Mann, da will die mir klauen! Und aber genug mit Ihrem Schwachsinnstest! Sie verwirren meine Schwiegermutter ja nur, anstatt ihr zu helfen. Alles nur, um weiter ihr zweifelhaftes Etablissement zu bereichern. Jetzt halten Sie sich aber zurück, Herr Schneiderei. Der Mini-Mental-Status-Test ist ein hochökonomisches Verfahren zum Schnellscreening auf Demenz. Ich glaube nicht, dass Sie über ausreichend medizinische Kenntnisse verfügen, um sich ein derartiges Urteil erlauben zu können. Also, setzen Sie sich gefälligst wieder hin und benehmen Sie sich so, wie man das von einem zivilisierten Menschen erwarten kann. Also los! Sie stecken hier doch alle unter einer Decke. Ich werde Antrag wegen Befangenheit stellen. Aber Bärchen. Deine Mutter kommt mit nach Hause. Dafür werde ich sorgen. Der böse Mann will mich holen. Kein Schrei der Verzweiflung. Rück der Notfall zu mir vor. Ich komme, um zu retten. Denn edel ist mein Blut und rein ist mein Herz. Ich bin Parsival! Er stand vor ihr vor und verglich euch im Staube, ihr unchristlichen Barbaren! Parsival, mein Retter in der Not! Halte durch, meine Augenweide! Rettung naht! Halt die Waffen, ihr Schweigerin! Mag es ein blutiger Tag werden, an dem so mancher seinem Schöpfer gegenüber tritt. Wir werden keine Furcht kennen. Attacke! Mein Lohn sein. Ich errette dich aus allen Gefahren. Meine Geliebte, könnt ihr Amour. Noch einmal zurückzuholen.
Der bis hierhin abgehaltene MMST zeigt eindeutig den Status der Demenzerkrankung der zu betreuenden Person. Eine Entscheidungsfindung ist somit möglich. Und wie entscheiden Sie? Die Betreuung der Patientin Elisabeth von Will wird künftig weiterhin durch diese Institution verwirklicht. So viel kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Dieses Urteil entbehrt jeglicher Grundlage. Ich werde dagegen in Berufung gehen. Das können Sie gerne tun. Jedoch wird das nichts an der Tatsache ändern, dass diese Entscheidung zum besten Wohle der Betroffenen gefällt wurde und dass der Beschluss durch fundierte Überprüfungsergebnisse und gestützt und begründet wird. Ich konnte mir hier vor Ort ein ausgiebiges Bild über die Notwendigkeit einer professionellen Betreuung der Patientin machen. Zudem erscheint mir die Gefahr einer Benachteiligung der zu betreuten Person durch die Angehörigen im Hinblick auf finanzielle Interessen sehr hoch zu sein. Auf die Angstattacken, welche Frau von Will in ihrer Gegenwart entwickelt, möchte ich gar nicht näher eingehen. Eine ausführliche Begründung wird Ihnen in den nächsten Tagen per Post zugehen. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Ich begleite Sie noch hinaus. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ach, Bärchen, lass es doch einfach nur gut sein. Ich weiß schon, was ich tue. Und hör auf mit einem dämlichen Bärchen! Hallo, Robert. Ja, ich bin's. Ich hätte ein dringendes Anliegen an dich. Nee, am Telefon können wir das jetzt nicht. Nein. Wie sieht's denn heute Abend aus? Auf ein Bier am Ochsen? Ja, auf zwei. Ja, ich bezahle. Gut, alles klar. Bis dann, Robert. Ihr werdet euch noch wundern. Mann, war das heute wieder ein Tag. Der Rösten und die Wilde haben versucht, im Park auf einen Baum zu klettern, um sich vor einem Drachen zu verstecken. Aber wir hatten echt zu tun, bevor wir die wieder im Haus hatten. Und Frau Doktor hat ihnen dann erstmal ein Beruhigungsmittel verabreicht. Sonst würden die jetzt noch wie von der Daranne gestochen in den Park herumirren. Und der Schneiderei, der hätte beinahe seine eigene Frau über den Haufen gefahren, so ist er vom Hof gedüst mit seiner Angeberkiste. Die Frau Doktor musste denen auch erstmal was verabreichen. Die war ja nur noch am Heulen. Eigentlich kann die ja ein bisschen leid tun. Aber was sucht sie sich auch so einen Arsch vom Kerl aus? Keine Angst, wir können ruhig sitzen bleiben. Wir müssen nur einen kurzen Zeitsprung machen. Bestimmt nur Minuten. So, das war's auch schon. Manchmal verfliegen 5 Wochen wie 5 Sekunden. Doch müde.
Kunst. Und deinen Charme ist aber auch schwerlich anzukommen. Hast du doch schon wieder gewonnen. Wie machst du das nur? So, guten Abend, zeig mir die Medikamenteneinnahme. Wir spielen doch aber. Ihr Spiel müssen Sie jetzt beenden. Hans wird Ihnen gleich das Abendessen servieren. Bin schon wieder Essenszeit? Ja, ich habe eigentlich auch keinen Appetit. Der kam gerade per Bote. Danke, Hans. Wie weit sind Sie denn mit dem Abendessen? Die Ausgabe kann pünktlich in 5 Minuten beginnen. Sehr gut. Auf Sie ist wirklich Verlass. Ein böser Brief. Sehr geehrte Frau Dr. Eberlein, dem Antrag von kann leider nicht entsprochen werden. Begründet wird unsere Fördergeldverweigerung aufgrund einer Begutachtung Ihres Institutes durch einen unserer Fallmanager, bei welcher erhebliche Einsparmöglichkeiten in Ihrem Betriebswesen deutlich wurden. Erhebliche Einsparmöglichkeiten? Die spinnen doch wohl komplett. Komm, geh ran. Robert, ja, ich bin es. Du, ich habe hier einen Ablehnungsbescheid von euch bekommen. Aber du hast doch gesagt... Ja, aber hier drin steht, dass du... Was? Wie? Du kannst nichts dafür? Aber ich dachte, wir... Ach, so ist das. Das ist doch jetzt ein schlechter Witz. Stultus ist Asimus Presse B! Was das heißt? Du blinder Arsch! Das ist doch jetzt ein böser Traum! Medikamente und dann isst jeder seine Wurstbrote schön selber auf. Denn schon wieder Essenszeit? Ich habe noch gar keinen Appetit. Ich habe gerade mit meinem Anwalt telefoniert. Der sagt, wir können da nicht viel machen. Es ist alles aus. Mein Lebenswerk geht im Bach runter. Alles weg.
in der Verzweiflung gezwungen. Ich werde es in die Hölle schicken, auf dass es mit den ewigen Flammen der Peinigung schmoren möge. Er hat recht, wir werden nicht aufgeben. Frau Doktor ist ein wenig traurig. Es ist nichts Schlimmes. Ist uns der Tod gewiss? Oder weshalb drängen solch tränenreiche Tränen von Ihren Augen? Nein, es ist nicht schlimm. Freilich ist es schlimm. Wir können bald nicht mehr hier wohnen. Ängstigen Sie unser Patienten doch nicht. Aber es ist doch so. Dieser blöde Kerl hat alles kaputt gemacht. Aber ich muss mich hier verstecken. Hier kann er mich nicht finden. Frau von Bill, bleiben Sie ruhig. Setzen Sie sich wieder auf Ihren Stuhl und essen schön Ihre Wurstbrote auf. Sie sind hier in Sicherheit. Essen Sie Ihre Wurstbrote und dann sieht die Welt ganz, ganz anders aus. Die Welt sieht ganz schön scheiße aus. Wir werden aufgelöst und unsere Patienten auf andere Pflegehäuser verteilt. Und am Ende bekommt der Schneiderei doch noch seine Fee. Frau Dr. Eberlein, jetzt reißen Sie sich aber mal zusammen und denken an unsere armen Patienten. Sie haben recht. Das Wohl der Patienten steht über allem. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe mich gehen lassen. Aber abweichen Sie bitte den beiden 5 Apfenhals für Beruhigung. Ich glaube, ich brauche auch Wind. Ich gebe Ihnen auch 5. Herrschaften noch einen guten Appetit. Was hast du, meine Liebe? Aber wer sagt denn, dass du zu dem bösen Mann musst? Die Frau mit dem Kittel hat das gesagt. Da musst du dich verhört haben. Er wird seinen Willen kriegen. Er wird kommen und mich holen. Hörst du? Er wird kommen und mich holen. Und käme der Teufel selbst. Ich werde
schützen. Uns beide kann nichts mehr trennen. Wir gehören zusammen wie Romeo und Julia. Sind wir nicht Romeo und Julia? Ja, du hast recht. Wir sind Romeo und Julia. Und alle Welt ist gegen unsere Liebe. Die Montagues und Capulets dieser Welt sind zerstritten und wollen unserer Liebe mit ihrem Hass den vergifteten Dolch ihrer Fehde ins Herz haben. Doch ohne dich will ich keine neue Sonne mehr über den Bergen aufsteigen. Auch ich wäre ihr Licht nur allzu satt. Aber um uns ist so viel Böses. Selbst unser eigener Geist ist gegen uns. Du weißt nie, wer du bist. Und ich verliere mich immer mehr. Ja, unsere Feinde sind mächtig. Wenn es doch nur einen Weg gäbe, für immer zusammen zu bleiben. Es gibt einen Weg. Aber er erfordert Mut. Doch wenn man ihn beschreitet, dann ist alles ganz einfach. Jeglichen Pfad will ich mit dir beschreiten, wenn er mich nur bis zum letzten Atemzug an deiner Seite verweilen lässt. Ja, du hast recht. Es ist alles ganz einfach. Nun kann uns nichts mehr trennen. Für immer dein. Wie wunderbar allein der Gedanke daran ist. Vor Zwietracht, Hass und Unverstand.
ab nun für alle Zeit vereint. Zwei Seelen, untrennbar eingeschrieben in das große Buch des Lebens, welches zu spät mit Tränen gehuldigt. Ihnen ist es gleich, denn nur das Ohr eines Lebenden kann Seufzern vernehmen. Und nur das Auge eines Lebenden kann Tränen erkennen. Und nur ein schlagend Herz kann Liebe empfangen und geben. Drum nutzt sinnvoll und weise die Zeit des Herzschlages und wählt eure Wege mit Bedacht. Steht zueinander, wenn Widrigkeiten diese Wege kreuzen. Mehr ist euch nicht gegeben. Vorne gelaufen.